brauchen wir den guten Marcel gar nicht mehr ausreden lassen, um Gottes Willen. Aber die Themen, die Marcel Ihnen versprochen hat, die bekommen Sie auch bei uns. Und wir starten mit One Billion Rising. Genau unter diesem Motto gehen nämlich jetzt in diesen Minuten in Speyer viele Frauen und auch ein paar Männer auf die Straße, um gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu demonstrieren. Und Max Peter, der ist mittendrin. Max, es müsste eigentlich in dem Moment losgehen. Es soll getanzt werden. Wäre doch auch was für dich, oder? Ja, es geht gerade los. 18 Uhr hat es gerade geschlagen und wir stehen mitten auf dem Geschirrplätzle in Speyer. Und es ist wirklich schon eine ganz tolle Atmosphäre hier. One Billion Rising 2020 hat begonnen. Und neben mir ist Frau Irmgard Münch-Weinmann, die Mitorganisatorin. Frau Münch-Weinmann, was ist das Besondere an dieser Bewegung und was wollen Sie damit bewirken? One Billion Rising in Speyer. Sie sehen, Sie hören es, die Frauen sind aktiv. Wir wollen ein klares Zeichen zum Ende gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen setzen. Und nicht nur in Speyer, sondern heute tanzen weltweit Frauen, Männer, Mädchen und Jungen diesen Tanz nach der Athena Clark, um ein Ende der Gewalt zu setzen. Das ist ein städteübergreifendes Phänomen. 180 Orte in ganz Deutschland sind aktuell am Tanzen, beziehungsweise auch über den ganzen Tag hinweg. Welche Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung zu diesem Thema wünschen Sie sich denn? Speyer ist seit 2015 dabei. Wir machen es zum sechsten Mal. Sie merken die Menge der Menschen. Es ist inzwischen bekannt. Uns ist wichtig, das Tabuthema Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen zu öffnen, an die Öffentlichkeit zu bringen, dass darüber gesprochen wird, dass sich Frauen und Mädchen Hilfe holen können, aber auch Männer, die Gewalt verursachen, sich auch Hilfe holen können. Es geht uns darum, der Gewalt ein Ende zu setzen. Gewalt gegen Frauen, ein ernstes, ja, wichtiges Thema. Wie kann sich denn die Politik einschalten und was kann die Politik tun, um Frauen vielleicht auch besser zu schützen? Mit dem Tanz der Bewegung, mit der Lebendigkeit der Frauen wollen wir der Politik ganz klar sagen, wir brauchen finanzielle Mittel für Beratungsstellen für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, um denen ihr Leid zu mindern, aber auch für Männer. Wir brauchen Frauenhäuser, wo Platz ist. Es müssen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Es gibt eine Studie, die sagt, 3,8 Milliarden Euro kostet Gewalt gegenüber Frauen. Und dieses Geld kann in die Präventionsarbeit eingesetzt werden, also viel besser investiert werden. Schaut man mit dieser Bewegung auch so ein bisschen, ja, international in andere Länder, wo, ja, die Stellung der Frau noch nicht so ganz gut ist oder wo auch Gewalt an Frauen und Mädchen noch viel, viel flächendeckender ist? Und was sind da die Wünsche und Ziele auch für die nächsten Jahre mit der Bewegung? Das Tolle ist ja, heute am Valentinstag nicht nur in Speyer wird getanzt, sondern global auf der ganzen Welt. Wir hier lokal vor Ort und global. Und wir wollen uns für alle Frauen einsetzen, weil die Würde von Mädchen und Frauen ist unantastbar. Und mit diesem Satz wollen wir das weltweit äußern. Jede Frau hat ein Recht auf gewaltfreies Leben. Und dieser bekannte One Billion Rising Tanz, der ist ja wirklich auch eine Choreografie, oder? Der ist einstudiert und da haben sich viele Frauen auch schon vorher getroffen. Ja, der Text sagt ganz klar, sprengt die Ketten, neue Energie, die Lebendigkeit der Frauen. Sie hören es im Hintergrund, ich bekomme richtig Lust, jetzt auch mittanzen zu können. Es ist wichtig, dass die Frauen sich erheben, ein Zeichen setzen und klar ihre Energie spüren. Also ich bin großer Tanzmuffel, wenn ich ehrlich bin, aber ich würde sagen, Frau Münch-Weinmann, wir gehen jetzt mal rein und tanzen so ein bisschen mit, oder? Es geht auch um das Zeichen, das Sie auch hier mitsetzen können und vielen Dank. Das machen wir jetzt. Ja, da würden wir gerne auch noch mit der Kamera dabei bleiben, ganz ehrlich, aber tanzt ihr mal in Ruhe. Dankeschön, Max, nach Spaß.